Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Hof Bergmann. Mit dabei haben wir heute den Paul Boxenmarschierer, Marc, Ron und den Uwe. Hallo. Moin. Hallo. Erstmal natürlich Uwe. Hast du Urlaub gemacht von uns oder was hast du gemacht? Ja, yeah, quasi. Braucht man, ne? So drei, vier Wochen kann man sich mal gönnen. Einmal Burnout und zurück. Nein, diverse Komplikationen hier gehabt, leider. Okay, aber jetzt bist du wieder regelmäßig da? Jetzt bin ich wieder voll und ganz bei euch. Wunderbar. Hörst mich nicht aus, ich hab grad Schwung. Wir haben auch Größeredaktoren, Paul, ne? Geht nicht. Nur mal so. Wir haben Geld verdient. Und zwar, im Hofladen war ja einiges an Butter drin. Das ist verkauft worden. Und ich glaube, eine Fuhre Holz haben wir zum Testzwecken haben wir weggefahren. Das hat irgendwie, glaube ich, 50.000 gebracht. Und ja, deswegen haben wir jetzt wieder eine halbe Million. Wir werden jetzt das üben wir nochmal. Warum? Was habe ich gemacht? Nee, du nichts. Nix für eine. Hör mir gerade, ich hab nur umgedreht. Er hat mal wieder Ron gesehen bei irgendeinem Fail. Also, ja gut. Niemals. Ron fehlt regelmäßig, habe ich gehört. Und immer ist jemand da. Wir werden jetzt noch in dieser Folge schauen, dass die Tiere alles haben. Und dann werden wir versuchen, zur morgigen Folge vielleicht schon auf den nächsten Tag gespult zu haben. Mal schauen mal. Uwe, was hast du jetzt gemacht bei den Tieren? Tatsächlich noch gar nichts. Ich habe auch erfolgreich gefällt, weil die Schafweide oben nimmt leider Grassilage nur in Ballen. Ich war mit einem Anhänger da. Gras oder Heu? Grassilage. Okay. Kannst du den nicht auch Heu reinwerfen? Glaube schon. Also du brauchst trotzdem Ballen. Also Grassilage. Genau, ich war mit Grassilage oben, aber halt lose. Die nehmen aber nur Ballen an. Ja. Allgemein nehmen sie nur Ballen an. Das war ein kleines Problem gerade. Weshalb ich unerledigter Dinge wieder umdrehen durfte. Was ist denn hier alles drin? Eine kleine Frage. Mit Strohablage oder ohne? Mit. Okay. Fressen und verkaufen, weg damit. Oder mit Ladewagen. Wie kann ich denn aus diesem Regalsystem hier Mischrationsballen rausnehmen? Welches Regalsystem? Ja, dieses blaue. Sind da überhaupt noch Mischrationballen drin? Ich sehe, glaube ich, drei Stück hier. Auf irgendeiner Seite kannst du R drücken und dann öffnet sich das Menü. Ballen abladen, warte. Ach so, da war noch einer drin. Oh, das ist ja blöd. Hier kann ich aber ausladen. Heu, Mischration. Das sind vier Ballen. Wir haben aber auch ein volles Lager fast. Ne? Beim Seedmaster dort. Ist das voll noch? Da sind ziemlich viele Ballen. Ja, stimmt, du hast recht. Weil nehme ich dir mal noch ganz schnell den Thorion. Wo ist, da ist er. Ich glaube, diese Woche werde ich kein Schweinefutter mischen. Ich habe so viel letzte Woche gemischt, das muss erstmal reichen. Welche Freude für die Menschheit. Ja. Wie viele Anhänger haben wir noch frei? Vermutlich keinen. Wenn du so fragst. Glaube nicht. Okay. Nee. Alles klar. Was sollst du machen, Ron? Nix, ich bin hier der Abfahrer von Maschera und ich mache mir jetzt gerade auf den Weg zum Google. Von meinem Gespann steht nur einer auf dem Hof. Also haben wir zwei Abdriver? Der den Dreiachser war, den habe ich schon dran. Achso. Den Dämmler, der müsste eigentlich auch noch irgendwo sein. Er hat Uwe, glaube ich. Ja, aber den kann er nicht nutzen, oder? Nee, der steht tatsächlich erstmal am Hof. Ich hatte den nur eben schnell einmal wieder leer gemacht. Der steht, Moment, bei den zwei... Bei den Keilsilos. Ja, genau. Was ist der Plan mit dem Stroh? Sammeln wir oder pressen wir? Sammeln. Ja. Sammeln und verkaufen. Oh Gott. Die Frage ist, ob du, wo wir das verkaufen können? Was noch geöffnet hat? Beim Pferdehof. Ja, warte erstmal, also ich muss ja mal starten mit dem Sammeln, da ist vielleicht schon ein nächstes Dach hier. Mal gucken. Und dann haben wir, glaube ich, noch zwei, drei Felder, die gedüngt werden müssen, aber das, die habe ich erst angesehen, das dauert noch einen Moment. Ach, die müssen, müssen noch das zweite Mal hier gedüngt werden, auf die 12, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Die 10 und die 5 auf alle Fälle. Das ist fast erntereif, das heißt, ja. So, Ron. Ja, hallo. Was sagst du zum Kochvideo? Ja, Gratulation, Werner. Gratulation, sage ich. Hast du, jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage. Hast du wirklich fertige Germknödel gekauft? Ja.
Du bist ein Schlingel, Alter. Nee. Doch, deswegen ja wusste doch. Ich auch, von wem welches Bild war. Ich denke mir so, warte mal, was holt er da aus dem Kühlschrank jetzt raus? Das ist nicht sein Ernst. Aber noch ein Video gezeigt. Nee. Ja gut. Also wenn, dann bin ich ehrlich. Also weißt du, doch, das stimmt, ehrlich. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe es ja am Anfang des Videos gesagt gehabt. Eigentlich war es für mich als Bayer, ja, der wo nur rein österreichische Produkte da verwendet hat, also österreichische Spezialitäten da gekocht hat, sehr anstrengend, muss ich echt sagen. Und in meiner kleinen Küche, ich konnte das echt nicht vergleichen, ich habe mir das Video auch von dir angeschaut, Werner. Ja. Muss sagen, es ist ja, wenn mich da ausbreiten hätte können, hätte ich wahrscheinlich 8 Stunden geputzt. Es hat nicht funktioniert. Ich bin ja froh, dass meine Küche so klein ist. Boah, wirklich Respekt. Hast du gut gemacht, Werner, muss ich echt sagen. Wem gehört nochmal der JCB? Uwe. Das ist meiner. Ich lerne den mal aus, Pflegeball. Mach drauf. Das. Mein Spiel macht gerade, was es will. Warum macht denn das so? Vielleicht klingt's Neues. Oder ist es GPS vielleicht? Das kann auch sein. Jetzt geht's gerade wieder. Irgendwie Standbild. Und ja, hatte ich gerade auch. Fuhr der Drescher einfach mal rupide nach links. Ja, ein bisschen rumfahren ist immer hier, ne? Also. Ja, nur mal kurz korrigiert den Kurs und plötzlich stehst du mitten im Feld. Gut, dass es ein Drescher ist. Oh, ja, danke, ich darf Stroh aufsammeln. Jungs, habt ihr schon einen Ladewagen voll mit Stroh? Nein. Gleich. Kannst du den oben zum Kuhstall bringen am Hof, bitte? Kann ich. Weil dann muss ich nächstes Mal wieder was hochfahren. Ganzen Arme. Klebt da jetzt der Abfahrer am Drescher dran, oder was? Jetzt geht das schon wieder los. Das hat sich auch schon wieder einer da hinten. Oh. Kann doch nicht wahr sein, ihr. Meine du. Ich mach nur was, Staub hier. Wo bringen wir den Weizen dann hin? Kornmühle am besten. Okay. Direkt weg damit. Das ist gut, da kenne ich den Weg hin. Ja. Du fährst aber bitte rechts am Hof und nicht links, ne? Das ist ein bisschen kürzer. Das ist so eine Abkürzung, die ist geteert. Ja, ich fahr die Straße entlang. Das ist gut. Ja. Brauchst keine Feldwege abkürzen, alles gut. So, Werner? Ja? Hast du dir schon mal überlegt, wo ich das hingeklebt krieg? Ich hab ganz viele fiese Stellen, aber... Tatsächlich wollte ich das heute im Video ansprechen und vielleicht die Leute abstimmen lassen, wohin das gehört. Ich glaube, da wäre komische Ideen gekommen. Das auf alle Fälle. Aber wir müssen ja natürlich immer berücksichtigen, der Ron muss ja auch arbeiten. Und wenn das Ding 2 Monate hält, sagen wir mal, dann wird auch irgendwann Sommer werden. Das heißt, ich würde fairerweise sagen, an keiner Stelle, die man... Ja, kurzärmelig irgendwie. Also ihr müsst euch den Ron jetzt einmal in kurzen Hosen und kurzen Ärmeln vorstellen. Tut euch das nicht an. Und man sollte es nicht sehen. Also wäre eine gute Werbung, aber sollte man nicht sehen. Also ich werde es auf jeden Fall stolz präsentieren dann. Wir schauen mal, ich muss mir noch was überlegen. Du hast jetzt nicht falsch abgebogen. Na, hast du dich verfahren? Nö. Kommst du an mir vorbei? Ja, ich bin wendig. Schönes Gerät. Gefällt mir, Paul. Mhm. Nachdem ich 3.500 Liter Mais hinten im Tank habe, ist er auch ganz gut zu fahren. Aber wo schönes Gerät? Wir haben auch neue Mods mit draufgenommen. Ja, willst du getreu des Montags nicht noch irgendeinen Einkauf tätigen? Ich bin nicht sicher. Ich hätte ihn erst morgen getätigt. Ich habe auch was mit reingenommen für die alten Mercedes-Fans unter euch. Wenn ihr mal unter LKWs reinguckt. Ja, ich kenne den schon. Den kennst du schon. Ja, auch. Cooles Gerät. So ein alter Klassiker, ne? Mhm. Also speziell, wenn wir... Ja. Ich hab schön. Oder der ganz letzte Mercedes Actros ist natürlich auch ein Tier, ne? Das ist ein Monster. Das ist aber schon zu groß, würde ich sagen. Ich habe gedacht, man kann ihn vielleicht noch von den Achsen ein bisschen minimieren, aber der Ding hat einfach immer 4 Achsen. Also zum Abfahren vom Weizen und sowas wäre jetzt der Mercedes echt optimal. Der Kleine oder der Actros? Warte. Ne, der Actros nicht, der Kleine. Der Kleine, ne? Ja. Weil du kannst theoretisch an dem auch noch 2 Anhänger dran kuppeln, weißt du? Richtig. Das wäre ein großer Unimog, wenn du so willst. Und der wäre cool. Also da wäre ich tatsächlich auch dabei. Ja, das ist ein SK halt. Genau, ist ein SK. Ja,
Er hat ja auch denselben Motor drin. Und die 2 Meter hätte der mir auch noch gönnen können. Ja, hätte man gerade auch gedacht. Und dann haben wir noch bei Force-Geräten oder Force-Maschinen einen LKW mit einem Ladekran mit reingenommen. Passend dazu auch einen, ja, den Autoload-Anhänger. Ich habe jetzt mal Autoload genommen, weil, ja, das dauert einfach zu lange. Und wenn die Performance immer schlechter wird bei den Kollegas, das ist einfach scheiße. Deswegen versuchen, oder werden wir das mit Autoload möglichst schnell wegmachen. 20 Meter, ja, moin. Ron. Ja. Kommst du hinterher mit abfahren? Nee. Okay. Bei Uwe ist auf der anderen Seite, der ist auch gleich voll. Ja, ich komme mit dem Daimler, aber ich glaube, da passt die Bier rein, ne? Und bei Ron ist das so eine Sache mit Drehschimmel. Oh Gott sei Dank habe ich dann den Daimler. Wir dürfen den Ron nicht so ärgern, wurde in die Kommentare geschrieben. Ja, das ist Mobbing, habe ich gelesen. Ja, dann machen wir alles richtig. Ja, finde ich auch. Welches Feld seid ihr? Ich glaube, ich würde mir aber schnell den Hänger einfach holen von dir, Box. Ich habe mir gerade hier den Deutz einmal geschnappt. Ich komme mal vorbei, Jungs. Soll ich jetzt was kaufen? Doch, ich kaufe was, oder? Ja. Hau die Kohle raus, solange sie warm ist. Getreu dem Montag erstmal ein Gerätchen. Boxer, Uwe, ich bin auf dem Weg zu dir. Hast du einen Herzinfarkt? 183.000, was hast du jetzt gekauft? Ein LKW. Wie, jetzt komme ich umsonst? Oder was? Ja. Okay. Ja, wo bist du? Ja, ich bin beim Marschierer. Wo bist du jetzt dann so? Der Ron auch. Wo bist du denn? Die Helden, hey. Ich bin jetzt hinten am Feld auf der rechten Seite rüber. Ja, ich lasse den Anhänger stehen. Warum ist Uwe auf der anderen Seite? Ja, weil ich eigentlich mir gleich selber den Hänger von Boxe hinterschneiden wollte, aber Boxe hat ihn nicht rausgegeben, also bin ich aber mit dem Schlepper zurückgefahren. Ich stell den hier. Könnt doch einfach am selben Feld dreschen, dann musst du einen Abfahrer machen. Ich hab noch einen Abfahrkasten für euch. Sonst, da müsst ja noch ein Ladewagen stehen, ne? Und dann, ja. Drehst du dich einfach, Uwe? Alter! Yep. Hui. Der Kuhstall ist übrigens immer noch nicht voll. Warte, kriege ich das so irgendwie hin? Geht einiges rein, ne? Schaut gut aus. Noch ein Stück? Ich glaube, da fehlt noch. Ah, jetzt. Ah. Passt! So professionell mal kurz gerannt. Wie ausgemessen, ja. Fertig im Shop? Für den Moment ja. Das andere wird morgen gekauft. Ah, das Holzzeug. Ja, weil wir werden auch die BGA abwarten. Da wird ja auch einiges kommen, oder, Paul? Sollte eigentlich, ja. Ja, deswegen. Und du kannst den Hänger aber hier lassen. Wobei, gut, der ist oh, das ist ja schnuckrig. Der ist süß, oder? Das ist aber kein SK, das ist ein LK. Die leichte Klasse. Maschine, du stehst bei mir, ne? Ja. Fährst du weiter oder nicht? Ja, jetzt ja. Okay. Von der Größe her erinnert das irgendwie an so einem VW-Bus. Was? Hey, oder was? Ein bisschen, ne? Paul, kommst du damit sammeln hinterher? Bei Marschierer, ja. Gibt's hier noch eine Bahn? Ja. Bei Uwe drüben. Ach, der ist auf Feld 1. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ach, Leute, genau. Mensch. Ach, nö. Ron? Ach, nö. Ja? Du kannst hierher kommen, bitte. Ja, wo bist du? Weiterfahren. Weiterfahren. Ah ja. Ist er noch nicht gedroschen in der Mitte? Oh Mann. Nee. Paul, wir sind doch nicht in der FSL, jo. Funktioniert auch nicht, von daher. Wenn du willst, kannst du den mal ein bisschen versuchen, Ron. Jo, gerne. Dann nehme ich deinen kurz mit und fahre den zum Daimler rüber, wenn das okay ist. Jo. Aber mit Anhänger, ne? Jo. Boah, hier riecht nach Bier. Psst. Ist Isodrink. Ja, der Gute. Dein Traktor steht hier suboptimal. Ja, so kann ich nix. Dafür kannst du nicht. Ja, aber keine Ahnung, welchen Traktor und wen du meinst, Boxe. Er fühlt sich angesprochen. Ich glaube, Paul repariert mal eine Runde. Ich habe eigentlich gehofft, dass mein Glas irgendwie zu reparieren ist, aber doch nicht.
So, die Jungs auf der 3 haben jetzt einen Abfahrer mit, also Anhänger plus Traktor hier, ne? Ja. So, gut, dann sind wir erstmal fertig für heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.